Ich möchte über die Druckhaltung einer Warmwasserpumpenheizung sprechen. Diese Pumpenheizung hat ein tiefliegendes Ausdehnungsgefäß. Es ist eine geschlossene Anlage. Ich habe einmal ein Beispiel gezeichnet. Von Wartung zu Wartung, in diesem Bereich tritt es immer wieder auf, dass die oberen Heizkörper, ja, dass ein Gluckergeräusch vorhanden ist und der Heizkörper wird nicht warm. Es ist Luft im Heizkörper. Ich möchte einen Heizkörperentlüfter montieren, einen automatischen Entlüfter, und möchte darüber sprechen, wie wirkt der automatische Lüfter und habe ich dadurch mein Problem gelöst, indem ich diesen Lüfter in meine Heizungsanlage montiere. Ich möchte über die Funktion und über den Aufbau vom automatischen Heizkörperentlüfter sprechen. Ich möchte den Lüfter auseinanderbauen. Sollte meine Druckhaltung an meiner Heizungsanlage funktionieren, ist es möglich, dass die Luft über den automatischen Heizkörperentlüfter entweichen kann. Ich möchte diese Papierblättchen einmal zeigen. Sind diese Papierblättchen trocken, kann die Luft entweichen. Das nachströmende Heizungswasser lässt diese Blättchen aufquellen und der Heizkörperentlüfter verschließt sich automatisch. Funktioniert meine Druckhaltung an meiner Heizungsanlage nicht und die Blättchen sind trocken und in meiner Heizung sollte sich ein Unterdruck bilden, gelangt Sauerstoff in die Heizungsanlage. Sauerstoff in einer Heizungsanlage fördert Korrosion und lässt die Heizungsanlage verschlammen. Das sollte unterbunden werden. Ich möchte über das Befüllen und Entlüften dieser Heizungsanlage sprechen. Für die jeweilige Heizperiode muss ich die Druckhaltung gewährleisten. Wenn ich das einstelle oder wenn ich meine Heizung einstelle, habe ich in der Heizperiode keine Gluckergeräusche und ich habe auch warme Heizkörper und nicht, dass der Heizkörper nicht warm werden sollte und Luft in der Heizung ist. Der erste Schritt wird sein, ich werde die Heizungspumpe ausschalten. Danach werde ich die Anlagenhöhe ermitteln. In meinem Beispiel habe ich den Rücklauf angenommen vom Kessel und habe gemessen bis Oberkante oberen Heizkörper. In diesem Beispiel habe ich einmal 10 Meter angenommen. 10 Meter Anlagenhöhe sind gleich, also 1 Meter ist gleich 0,1 Bar. Das ist der statische Druck. Jetzt habe ich die Möglichkeit, mein Membrandruckausdehnungsgefäß, das Ausdehnungsgefäß einzustellen, mein Stickstoffpolster. Ich muss das Ausdehnungsgefäß, wenn ich das Ausdehnungsgefäß einstellen möchte, den Vorrohr, muss ich mein Ausdehnungsgefäß vom Heizungswasser entlasten. Man hat zwischen Heizung und Ausdehnungsgefäß Kappenventile montiert. Das kann ich verschließen und kann das Ausdehnungsgefäß von der Heizung lösen, ohne Wasser ablassen zu müssen. Nur so ist es möglich, den Vordruck einzustellen. Anlagenhöhe ist der Vordruck für mein Ausdehnungsgefäß. Ich bin davon ausgegangen, dass das Ausdehnungsgefäß errechnet wurde und passend ausgelegt wurde für diese Heizung. Wer daran interessiert ist, wie wird ein Membrandruckausdehnungsgefäß ermittelt, darüber habe ich ein Video hergestellt bzw. kann sich das gerne ansehen. Ich habe den Vordruck eingestellt und mein Ausdehnungsgefäß wieder mit der Heizung verbunden. Jetzt habe ich die Möglichkeit, den Vordruck bzw. den Fülldruck einzustellen. Denn der Fülldruck liegt knapp über dem Vordruck von MAG. In meinem Fall sind es 1,1 Bar. Denn erst über 1 Bar tritt Wasser ein in mein Ausdehnungsgefäß. Dieses Wasser, was im kalten Zustand eintritt, ist eine Wasserreserve.
Die ist notwendig von Wartung zu Wartung, also in der Heizperiode. Denn in einer Heizung ist es immer, dass irgendein Ventil ein Tropfen hängt oder dass eine Verschraubung nässt oder dass, wie hier zum Beispiel, dass man eine Pumpe kontrolliert, ob sie funktionstüchtig ist. Und so wird immer Wasser verloren gehen. Und es darf sich in der Heizungsanlage kein Unterdruck aufbauen. Es muss, wie gesagt, die Druckhaltung gewährleistet sein. Habe ich danach meine Heizung entlüftet, kann ich die Pumpe in Betrieb nehmen und ich gehe davon aus, dass in der Heizperiode, ja, dass es zu keinen Störungen kommen wird. Ich möchte darüber sprechen, wie ist es möglich, dass Sauerstoff in meine geschlossene Heizungsanlage gelangen kann über den automatischen Heizkörperentlüfter. Ich möchte ein extremes Beispiel nennen. Mein Ausdehnungsgefäß ist kaputt, die Membran ist kaputt, mein Ausdehnungsgefäß hat sich mit Wasser gefüllt. Man spricht in dem Moment von einer Sternanlage. Denn ein Ausdehnungsgefäß wird ausgelegt. Man benötigt die Literzahl, den Wasserinhalt von der Heizung und man benötigt die Vorlauftemperatur. Wie wird die Heizungsanlage mit welcher Temperatur gefahren? Daraus ergibt sich das Ausdehnungsvolumen vom Heizungswasser. Dieses Ausdehnungsvolumen wird aufgenommen vom MAG. Dadurch, dass meine Anlage starr ist, das Ausdehnungsvolumen kann nicht aufgenommen werden. Die Heizung wird hochgefahren und das Ausdehnungswasser wird über das Sicherheitsventil abgeblasen. Die Heizungsanlage kühlt sich ab, der Druck fällt und in meiner Heizungsanlage hat sich ein Unterdruck gebildet. Jetzt spricht man davon, eine Heizungsanlage schnüffelt, also sie zieht über Ventile, wo eine Möglichkeit besteht, Luft, um den Unterdruck auszugleichen. Und in dem Fall, also mein automatischer Heizkörperentlüfter, darüber ist es möglich, Sauerstoff oder Luft einzuziehen in die Heizungsanlage, um den Unterdruck auszugleichen. Ich möchte auf Störungen der Heizungsanlage eingehen. Bevor man einen automatischen Entlüfter montiert, um diese Störungen auszumerzen, wie Gluckern und Luft im Heizkörper, dass der Heizkörper nicht warm wird. Man sollte nach der Ursache suchen. Die Ursache wird in den meisten Fällen sein, das Ausdehnungsgefäß. Ich möchte Beispiele nennen. Ist das Ausdehnungsgefäß richtig ausgelegt für die Heizungsanlage? Nur man hat einen zu hohen Vordruck aufgebracht. Ich möchte dieses Beispiel nennen, 1,5 bar. Ich habe einen Fülldruck aufgebracht von 1,1 bar. Der Vordruck 1,5 bar. Erst wenn der Druck der Heizung 1,5 bar übersteigt, strömt Wasser in mein Ausdehnungsgefäß. Das heißt, mein Ausdehnungsgefäß hat keine Wasserreserve. Und somit kann es von Wartung zu Wartung, also in der Heizperiode, zu Störungen kommen. Ist mein Ausdehnungsgefäß zu groß ausgelegt, arbeitet die Heizungsanlage mit einem zu geringeren Druck und somit ist ja die Druckhaltung in der Heizperiode nicht gewährleistet und es könnte zu solchen Störungen kommen. Ich möchte das dritte Beispiel nennen, das Ausdehnungsgefäß ist zu klein. Ich habe darüber gesprochen, das Ausdehnungsgefäß muss das Ausdehnungswasser der Heizung aufnehmen. In dem Moment, wo das Ausdehnungsgefäß zu klein ist, wird das überschüssige Ausdehnungswasser über das Sicherheitsventil abgeblasen. Die Heizung kühlt sich ab, der Druck fällt. Und in der Heizungsanlage hat sich ein Unterdruck gebildet, der durch das Schnüffeln bzw. in meinem Fall durch den automatischen Heizkörperentlüfter ausgeglichen wird
und somit habe ich Sauerstoff in meine Heizungsanlage eingezogen, die zu den Schäden führt wie Korrosion und Verschleiß.